Zarg anderum. Das hier zu schildernde ist die traurige Geschichte eines wunderlichen Städtchens im tiefsten Grün des Grüns, das sich dem Augenlicht bieten kann. Zarg anderum. Keinesfalls zu kategorisieren als Ort voller Hinterwäldler, dennoch verborgen hinter den tourismusbetrampelten Pfaden der Tauern, dort, wo der Dschungel sich lichtet und die Weinbergweiten sich öffnen, hin zum nahen Mittelmeer. Dieser designiert designte Flecken Erde, beschenkt mit einer willensstarken, maximal 60 Kilogramm schweren, marathongeeichten Bürgermeisterseele namens Schraube, wurde heimgesucht. Erneut und unerbittlich. Inmitten der strahlenden Strahlen der Frühlingssonne. Vor wenigen Wochen nur, in den Tagen, als eine weitere Welle einer bislang vollkommen unbekannten Pandemie zunächst über das Internet in die Stadt drang, da bedrohlich real, da dem Weltkreis folgend im nahen Wien angekommen und auch im Wachauer Umland, da stellte sich der kleine, slim-fit, anzugbefrackte Bürgermeister dem Virus wacker entgegen. Nämlich vor die Kamera einer aufgewühlten Regionaljournalistin trat er, und verkündete mit der ihm maximal gebotenen, ernsten Miene eines würdigen Führers, alle Rollläden müssten nun rasch und ohne zu zögern heruntergelassen werden. Alle, vollkommen blickdicht, so sprach er. Die Falten links und rechts seiner schmalen Lippen, unterstrichen durch die Verdoppelung rasch und ohne zu zögern, betonten den Ernst der Lage. Es gebe noch keine Erkrankten, seiner Lass diene allein der vernünftigen Volksgesundheit und auch die österreichische Restbahn, also alle Strecken abseits der Westbahn, würden mit sofortiger Wirkung allein Kraft des Wollens seiner Person als Bürgermeister eingestellt. Denn wenn er Schraube an etwas schraube, werde es eng für die anderen. Tags darauf blieben alle Menschen im Verdunkelten, begeisterte und angesichts der ungewöhnlichen Gefühlslage ihrer Eltern fast weihnachtlich aufgepuschte Kinder kuschelten sich in Deckenzelte, um dort brandgefährlich mit Kerzen zu hantieren. Omas hingen weinend am Telefon und wünschten sich, bei eben diesen gefährdeten Kindern im Zimmerzelt liegen zu dürfen. Männer zählten natürlich Klopapierfetzerl und stiegen tief in ihre Keller hinab, in die tiefsten Tiefen ihrer sozialen Beschützerseelen, um die alten Flinten der weltkriegsgeeichten Großväter zu polieren und auf die rostigen 9mm-Patronen zu vertrauen, während ihre Frauen im Lichte flackernder Taschenlampen in Schubladen nach dunklen Brillen kramten. Irgendwann muss man ja auch raus. Die ersten Symptome, die man spüre, hatte der Bürgermeister erklärt, sein untrügliches Augenbrennen sowie fatale Lichtempfindlichkeit, die bei Lenkung eines Kraftfahrzeuges zu Unfällen führen könne, weshalb der Individualverkehr mit sofortiger Wirkung gänzlich eingestellt werde. Sobald also Augenbrennen bemerkt werde, solle man am Ort verharren, zum Smartphone greifen und die Kummernummer 6130 wählen. Dort werde einem zwar nicht geholfen, doch es helfe, wenn man das Gefühl habe, es könnte geholfen werden. Außerdem sei es auch sinnlos, verbotenerweise selbst in eine Arztpraxis zu fahren. Diese nämlich seien allesamt sofort behördlich geschlossen worden. So blieben die Zarger gebündelt zu Hause, und bereits 2 Tage darauf forderte der dunkel bebrillte Chef des lokalen Edeleinkaufszentrums in der abendlich mit einer Zuschauerquote von 100% geehrten Regionalnachrichtensendung 50 Millionen Euro von der Regierung, da nicht schuld sei an diesem Desaster und diese Summe seine Samstagseinnahmen repräsentierten. Darauf wolle und könne er nicht verzichten. Der Bürgermeister versprach, man werde sich darum kümmern. Wenige Tage darauf wiederum wurde durch Experten das Spektrum der Pandemie deutlich gemacht. Neben Augenbrennen sei Durchfall ein Symptom. Gerne werde auch Halskratzen bemerkt oder Husten und überhaupt alles, was man sich verdächtigerweise ausmalen könne. Auch ein Schmerz im kleinen Finger müsse bitte dazu führen, sich bestenfalls im Keller in einem vollkommen abgedunkelten Raum jedenfalls selbst zu isolieren, solange bis man Nachricht bekommen, es nicht mehr zu tun. Alles, was man spüre, könne Teil des Virus sein. Übertragen werde es durch das linke Auge. So viel sei sicher, durch das linke Auge, worauf dieses wenige Stunden später seinen Geist aufgebe.
Erste Untersuchungen zeigten, so die Experten, dass dieses Symptom in Folge aus vollkommen unerfindlichen Gründen auf das rechte Auge überspringe und man sich ausrechnen könne, was dies bedeute. Er, der Bürgermeister, werde ein Auge auf die weiteren Entwicklungen werfen. Er versprach, sich nun täglich im Regionalfernsehen sowie im Rathaus Online-Web persönlich zu melden und an die Bevölkerung die Anweisungen des Folglichen zu geben.